Guten Morgen zusammen, hier ist wieder der David. Es ist Samstag, 6.30 Uhr und ich kann nicht pennen. Deswegen heute für euch das Rajintec Argos im Test. Und wie das Gehäuse sich so schlägt, das sehen wir nach dem Intro. Bis gleich. Wie gesagt, schlaflos auf dem Samstagmorgen. Nicht so toll, aber besser für euch, weil dafür kriegt ihr heute diesen schönen Testbericht hier zu sehen. Was haben wir hier? Ein Rajintec Argos. Auch wieder ein ATX Tower. Diesmal ganz in weiß, schneeweiß gehalten. Drin wieder toolfree umgesetzt das Ganze. Wir schauen uns das Gehäuse einfach mal an und los geht's. Da ist die weiße Flunder. Ja. Wieder natürlich für euch das 360-Grad-Erlebnis, dass man das Gehäuse quasi zum Greifen hat. Und wie ihr schon seht, das Gehäuse ist weiß gehalten, bis auf die Front mit den Meshgittern und das ganze Innenleben und quasi auch hier hinten. Wenn wir uns das Gehäuse mal von außen so angucken, fällt uns als erstes auf, dass wir riesige Lüftungsgitter haben. Hier passen also seitlich sowie oben 120 mm bzw. 140 mm Lüfter in das Gehäuse. Insgesamt kann man hier also eine sehr gute Luftzirkulation erreichen. Serienmäßig sind vorne in der Front ein Lüfter und hinten ein Lüfter verbaut. Das werden wir gleich noch sehen. Die Front ist relativ schlicht gehalten. Wir haben auch hier vorne das Tool-Free-Konzept. Die Blenden sind einfach zu entfernen, indem man hier so ein bisschen so dran rumzieht. Und schon hat man die Blende von außen in der Hand. Und genauso einfach ist sie halt auch wieder drin. Ja, dann haben wir einen USB-Port, einen Kopfhörer- und Mikrofonanschluss hier auf der Seite und einen USB 3.0 An- und Ausschalter und die beiden LEDs. Auf der Seite sieht man nichts und hinten, wie gesagt, hier ist schon der Lüfter verbaut. Und wir haben hier einen schönen Henkel, mit dem wir das Seitenteil öffnen können. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Ab ist das Ganze und wir schauen in den Innenraum, der schön schwarz gehalten ist und weiße Akzente wurden durch den Lüfter bzw. durch die Festplattenkäfige und die Halterung hier oben gesetzt. Diese kann man natürlich auch wieder einfach entfernen. Jetzt habe ich falsch rumgedreht, so rum, um halt optische Laufwerke dort zu montieren. Ansonsten, wie gesagt, Tool-Free nicht so meins. Hier allerdings gut umgesetzt, denn wir können zum Beispiel auch den Festplattenschlitten, und zwar diesen hier, ganz einfach entfernen, indem wir einfach diese beiden Schrauben hier lösen. Ich versuche das mal mit einer Hand. Und dann einmal ziehen. Upsala, jetzt ist mir die Tür zugefallen. So. Und schon haben wir den Käfig in der Hand. Das ist also super für längere Grafikkarten und wirklich mal richtig tool-free. Und jetzt sehen wir auch den Lüfter. Der ist vorne sichtbar geworden, hat auch weiße Lüfterblättchen vorne dran. Das Ganze sorgt natürlich für eine super Luftzirkulation. Ja, ansonsten haben wir hier natürlich das Übliche, die Kabelstränge mit einem USB 3.0 Anschluss und die Anschlüsse für das Frontpanel. Und die Lüfter sind mit 3-Pin angesteuert und haben hier ein sehr interessantes gesleeftes Kabel. Das ist also nicht ummantelt wie sonst die Kabel, sondern haben so eine schöne Gummischicht drumherum. Ja, kommen wir zur anderen Seite. So, wir haben hier eine schöne große Öffnung für CPU-Kühler, um diese zu tauschen. Und haben hier gummierte Öffnungen für das Kabelmanagement. Viel mehr gibt es zu dieser Seite nicht zu sagen, außer dass wir hier auch tool-free Klammern haben, die das optische Laufwerk oder was auch immer dann so ein bisschen noch stützen, befestigen. Ja, die Front ist wieder mal sehr einfach abzubauen, indem wir einfach hier unten ziehen. Schwupps, ist sie ab. Nicht zu dolle ziehen, weil das Frontpanel ist ja dran. Und hier sehen wir, dass Rajintec ein bisschen Staubfilter vorne verbaut hat, damit nicht alles so zustaubt. Diese sind leider etwas schlecht zu wechseln. Also müsste man wahrscheinlich alles ausbauen, um es dann auszuwaschen. Ja, der zweite Punkt, der mir sehr gefallen hat an dem Gehäuse, muss ich sagen, der ist mir gleich beim Aufmachen des Pakets quasi ins Auge gesprungen. Und zwar lagen da diese schönen, na ich sag mal, ja doch Staubgitter dabei, die einen Magnetrahmen haben. So, das heißt, mit ein bisschen Geschick kann man diese genau hier oben platzieren
oder halt von innen auch. Und man hat das perfekte staubfreie Erlebnis. Insgesamt waren davon zwei drin. Also man kann auch das Seitenteil auch noch eins packen, um das Gehäuse wirklich möglichst staubfrei nutzen zu können. Ja, so viel erstmal zum allgemeinen Gehäuse. Ich würde jetzt einmal die Hardware einbauen und euch dann berichten, was da genau so die Knackpunkte waren. Und deswegen bis gleich. So, da sind wir wieder und haben das Gehäuse jetzt mal mit Hardware bestückt und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Also ich habe hier oben meinen Kartui da nochmal installiert. Einfach nur aus dem Grund, weil ich einen Kartenleser brauche und komme ja eigentlich so ein bisschen aus der Laptop-Welt die letzten Jahre. Deswegen habe ich den einfach mal reingeschmissen. Und da hat das Tool-Free-Konzept natürlich wieder nicht gegriffen. Hat mich nämlich quasi dazu gezwungen, den mit zwei Schrauben zu befestigen, weil eben ein optisches Laufwerk um einiges länger ist und dann auch besser hält und der Cartwheeler eben dann rumgewackelt hätte. Nun machen wir das Ganze mal an. Schauen wir mal, was passiert. Er geht an, das ist schon mal sehr gut. Ich kann ihn nicht mehr drehen, irgendwo hängt er. Ne, so, läuft. Cool sieht man jetzt das MSI-Logo von der GTX 1070 durch das Meshgitter leuchten. Ist ein ganz cooler Akzent, finde ich. Ja, ansonsten, ich habe die Lüftergitter jetzt mal dran gebappt. Die habe ich euch ja schon gezeigt. Die kann man einfach so auch wieder entfernen und sind, denke ich mal, auswaschbar. Ich habe es jetzt noch nicht getestet. Ansonsten machen wir hier einfach mal auf und schauen uns das Ganze mal an. Wie ihr seht, habe ich auch hier die Grafikkarte einbauen können, ohne den Festplattenkäfig auszubauen. Ich baue jetzt einfach mal aus, weil ich die Lüfterzirkulation so ein bisschen optimieren will. Den Luftstrom, denn genau vor dem Käfig sitzt ja der Frontlüfter. Na komm, so. Toll, jetzt sieht man da meinen Kabelwirrwarr. Das ist aber nicht so schön. Egal, mach ich nachher. So, ja, im Endeffekt haben wir jetzt genau den Frontlüfter, der die Grafikkarte beatmet und da oben einen, der die warme Luft abzieht. Was mir beim Zusammenbauen nicht so gefallen hat, waren im Endeffekt die Verschraubung der PCI Express oder PCI Slots hier hinten. Viele Hersteller setzen das ja schon nach außen. Und es ist echt angenehmer, habe ich gemerkt. Hier war es jetzt das Problem, dass wir mit den Rändelschrauben zwar tool-free agieren konnten und die Grafikkarte so verschrauben konnten, aber ich habe mir dabei fast die Finger gebrochen. Also so schön war es nicht. Dann kommen wir zum 8-Pin-Stecker hier oben. Den habe ich wieder abgelassen, um zu gucken, ob ich da oben, wenn das Mainboard schon montiert ist, durch das Löchle komme und die im Endeffekt dann montieren kann, reinstecken kann in das Mainboard. Das hat diesmal ganz gut geklappt. Ich war beeindruckt, ging ziemlich schnell. Was noch so ein kleiner Minuspunkt ist, die Aussparung für das Kabelmanagement, die einmal am Mainboard-Schlitten langlaufen, die sind ein bisschen zu klein geraten. Da habe ich also ein paar Probleme gehabt. Hat im Endeffekt aber alles gepasst. Leider musste ich auch die SSDs, die hier unten drin sind, ja, ich hole mal eine raus, da sieht man es so ein bisschen, nicht so ganz tool-free verbauen. Das heißt, die musste ich verschrauben. Ist nicht ganz im Sinne von tool-free, das ist auch halt der Punkt, warum ich von tool-free nicht so der Fan bin. Einfach nur, weil es sich nicht durchsetzt. Also du hast es nicht ganzheitlich tool-free. Es gibt kein tool-free-Gehäuse, was hundertprozentig tool-free ist. Wenn ihr eins kennt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde es besorgen, mir angucken. Und ich wette, auch da finde ich irgendwas, was nicht tool-free ist. Ansonsten sieht man hier schön, dass der Alpenföhn White Edition Matterhorn da seine Akzente setzt. Der passt ganz gut rein in das Konzept. Das hat mich so ein bisschen gefreut. Fand ich ganz cool eigentlich. Es geht aber natürlich hier um das Gehäuse, deswegen, aber nur vom Gesamteindruck finde ich es halt sehr schick und es ist einfach cool, das Weiß. Und wenn man halt ein richtiger Fan von Weiß ist, lässt man die Staubfilter halt weg, lebt dann halt mit dem Staub, aber hat dafür wirklich ein weißes Gehäuse, bis auf hier vorne natürlich. Ja, ansonsten ein sehr schickes Gehäuse, gut verarbeitet, spielt ja ungefähr in der Mittelklasse und eine Empfehlung wert. Ja, ich hoffe, der Testbericht hat euch soweit gefallen. Zu erwähnen ist hier noch, dass unten auch Staubfilter das Netzteil bzw. den ganzen Unterboden schützen, dass da kein Staub eindringt und die Füße auch gummiert sind. Das sind so kleine Sachen, die finde ich ganz nett. Genauso wie auch das Netzteil gummiert gelagert ist, dass quasi keine Schwingungen entstehen. Mal gucken, was euch als nächstes erwartet. Ich verrate es noch nicht und wir sehen uns dann, denke ich mal, die Tage. Bis bald, ciao.